Mattes. Ich bin bildende Künstlerin. Ich arbeite ganz viel mit Fotografie. Also am Ende, wenn ich was ausstelle, wenn ich was zeige, ist es meistens ein Foto. Nicht immer, aber meistens. Aber es gibt ganz viele andere Medien, die für mich wichtig sind im Verlaufe, also im Prozess meiner Arbeit. Das heißt, ich male viel, ich mache Installationen, ich performe in meinen Bildern. Ich sage dazu auch explizit nicht Selbstporträt, sondern das ist wie ein Akteur in dem Bild. Ich inszeniere meine Bilder oder ich fahre explizit an einen Ort, um diesen Ort zu fotografieren, weil er mir eine bestimmte Geschichte erzählt. Genau, also ich zeige meistens Fotos, aber andere Medien sind für mich ebenso wichtig. Wenn ich meine Fotos plane sozusagen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten des Prozesses. Also manchmal, wenn ich zum Beispiel eine Szene schaffen will und die gestalte ich in meinem Atelier, dann kann es vorkommen, dass diese Installation, die ich dann baue oder diese Szene, die ich aufbaue, manchmal einen Monat lang bastle ich irgendwas rum, entweder ein kleines Set oder ein sehr großes. Die Kamera steht meistens an einem spezifischen Ort, wo sie sich dann auch irgendwann nicht mehr wegbewegt. Aber vor der Kamera verändern sich eben Sachen und dann irgendwann denke ich, na, das sieht jetzt gut aus, dann mache ich mal ein Foto, gucke mir an, was ich gemacht habe. Wenn das dann noch nicht gut ist, dann verändere ich das Set nochmal. Also es kann manchmal einen Monat dauern, bevor ich tatsächlich zufrieden bin mit dem Foto. Und wenn ich eine Landschaft fotografiere zum Beispiel, dann geht meistens sehr viel Vorarbeit daran vorab. Also bevor ich auf die Reise gehe sozusagen, überlege ich mir genau, welche Orte will ich eigentlich sehen. Ich fotografiere sehr viel in den Vereinigten Staaten und da kenne ich mittlerweile auch schon viele Orte, die ich dann für das eine oder andere einsetzen kann. Aber ja, also deswegen sage ich auch nicht gerne, dass ich Fotografin bin, weil ich nicht arbeite mit diesem Moment Suprême oder sowas, sondern ich bereite meine Fotos sehr gut vor, bevor ich sie mache. Und das ist dann entweder eben eine Recherche oder ich besuche einen Ort öfter oder ich baue etwas spezifisch für mein Bild. Es passiert oft, dass ich ein Foto mehrmals mache. Es gibt ein extremes Beispiel, da war ein Sonnenuntergang im Hintergrund. Das Bild habe ich 10-mal gemacht an 10 verschiedenen Tagen, bis es richtig war. Fotografiere analog, am liebsten mit meiner Mittelformatkamera. Das ist das Format 6x7, also das ist ungefähr so ein großes Negativ. Ist ein bisschen größer als was man so normalerweise kennt, aber nicht das ganz große, also nicht 4x5 oder 8x10 Inch. Für mich hat sich das irgendwann so eingegroovt sozusagen. Das ist so der Zwischenweg zwischen ich kann das noch in der Hand halten, das ist zwar eine schwere Kamera, da beugt man sich auch so rüber und guckt von oben rein, aber ich kann sie auch noch ohne Stativ benutzen, wenn ich mal unterwegs bin. Eigentlich ist es eine Studiokamera, aber sie ist eben handsamer als so eine Field Camera, so eine 4x5 oder 8x10 Kamera. Das heißt, ich kann noch relativ flexibel, relativ spontan damit arbeiten. Und ich habe angefangen analog zu fotografieren. Irgendwann kam natürlich so die Frage, will ich wechseln zu digital oder was würde das für mich bedeuten? Und ich muss sagen, dass ich, da ich sehr viel mit meinen Händen arbeite und sehr taktil arbeite, habe ich zu dem analogen Medium ein sehr spezielles Verhältnis aufgebaut. Also die Tatsache, dass ich den Film in der Hand halten kann und damit was tun kann, was ich auch viel mache. Ich mache Collagen mit meinen Negativen, ich male auf die Negative, ich mache Doppelbelichtungen und so weiter und so fort. Also es geht für mich ganz oft um die Physikalität des Negativs und um die Physikalität der analogen Arbeit. Auch die Tatsache, dass im analogen Prozess immer eine Überraschung dabei ist. Also ich kann nicht gleich sehen, was ich
fotografiert habe. Das gibt mir ein, das ist wie ein Abenteuer an sich. Und in meiner Arbeit spielt Zufall eine sehr große Rolle. Zufall oder manche Leute, man kann auch sagen, ein Fehler, ja, also ich habe viele Imperfektionen in meiner Arbeit, die manchmal gewollt, manchmal nicht gewollt sind, aber oft führen mich die Fehler oder die Überraschungen in die richtige Richtung. Etwas, was ich mir vorher nicht hätte überlegen können, passiert mir plötzlich. Und ich sehe, ich merke, oh, das ist etwas, woran ich nicht gedacht hätte. Und wenn ich es digital fotografiert hätte und direkt gesehen hätte, hätte ich es wahrscheinlich einfach gelöscht. Aber dadurch, dass es analog ist und man das Negativ nimmt man auf eine Art ernster. Du kannst nur 10 Fotos machen mit der Mittelformatkamera. Du hast den Film gekauft. Das ist auch immer so eine, ne, eine Überlegung, was mache ich und wann mache ich es und wie behandle ich das, was ich gemacht habe. Also es gibt eine Art von einen bestimmten Wert, dem ich dem beimesse, dem Negativ, und eine gewisse Taktilität und eine gewisse, ein gewisser Zufall, den ich sehr gerne annehme. Die letzte Arbeit, die ich gemacht habe, heißt Searching for the Cold Spot. Da habe ich mich mit Meteoriten auseinandergesetzt und mit der Frage, was, also auf der einen Seite, was ist ein Meteorit eigentlich? Was hat das für eine Bedeutung für die Entwicklung der Erde? Aber es gibt auch übergeordnete Themen dazu, die gehen um die Erschaffung von Leben, aber auch die Zerstörung von Leben. Weil wenn ein Meteorit einschlägt, dann ist ist sozusagen der Effekt davon ziemlich groß für uns auf der Erde. Es passiert ja nicht mehr so oft, dass Meteoriten einschlagen, und das kommt ganz auf die Größe darauf an. Aber die Meteoritenkrater, die ich fotografiert habe, die relativ klein sind, man kann an einem Kraterrand stehen und den gesamten Krater überschauen, ein bisschen ähnlich wie bei Vulkanen. Das sind Meteoriten, die ungefähr eine Auswirkung von einer Atombombe hätten. Das heißt, die Natur, die Landschaft, die alles, was dort wächst oder lebt, wird erstmal zerstört. Allerdings kommt der zweite Aspekt dazu, dass eben Meteoriten ganz wichtige Mineralien und Grundstoffe auf den Planeten Erde gebracht haben, um Leben überhaupt möglich zu machen. Also es gibt eine lebensspendende und lebenszerstörende Seite, die ich sehr interessant fand. Und worüber es mich für mich, denke ich, am meisten ging, ist der Aufprall, die Tatsache, dass da etwas aus dem All kommt, was so ein Indent, also eine Kuhle macht, irgendwie eine Narbe hinterlässt auf dem Planeten. Etwas, was unglaublich viel mit Zufall zu tun hat, was meine Arbeit auch widerspiegelt sozusagen. Es geht um Begegnung, Zufall und um eigentlich die Schönheit dessen, was da geschaffen wird durch so einen Einschlag. Also als ich zu diesen Meteoritenkratern kam, habe ich eben gesehen, was für eine unglaubliche malerische Schönheit da in dieser Geologie vorhanden ist. Und das hat eine schöne Parallele geschaffen zu etwas, was ich vorher schon gemacht hatte und wovon ich auch erwartet habe, dass das irgendwie zusammenspielen würde, aber ich war mir nicht sicher. Was ich vorher gemacht hatte, war, ich habe angefangen, auf meinen Negativen zu malen. Und zwar hatte ich Fotos gemacht von Meteoriten in naturhistorischen Museen und habe da eben auf die Negative gemalt. Das sind sehr abstrakte Bilder geworden. Manchmal sieht man noch die Steine, die Meteoriten, oder manchmal sieht man noch ein bisschen von der Umgebung des Museums. Aber durch dieses Malereielement weiß man oft nicht genau, was man sieht. Und damit war ich eine Zeit lang beschäftigt, diese Fotomalereien zu machen.
Und als ich die alle zusammen gesehen habe, war eine eigenartige Welt kreiert, die wie als hätte ich die Meteoriten zurück ins All geschossen oder so, ja, oder als hätte ich ihnen einfach eine neue Umgebung gegeben, die eben nicht hier auf der Erde ist oder die eine Fantasiewelt ist oder so. Und um dem Ganzen ein bisschen wieder, das Ganze wieder zu erden, habe ich angefangen, die Meteoritenkrater aufzusuchen. Und da kam dann eben diese Parallele, dass ich plötzlich dachte, aha, interessant, hier ist etwas, was ich nicht erwartet hatte, nämlich, dass die Geologie dieser Krater unglaublich malerisch ist und unglaubliche malerische Qualität hat. Und so habe ich jetzt ein Buch gemacht und auch eine Ausstellung. Und in sowohl dem Buch als auch in der Ausstellung habe ich versucht, Doppelungen zu schaffen. Also jeweils eine Landschaft, also einen Krater mit einem dieser bemalten Meteoriten zu kombinieren, sodass man so ein bisschen sieht, worauf ich aus bin eigentlich. Ne? Das ist eine sehr, eigentlich eine Arbeit, die viel ums Schauen geht. Searching for the Cold Spot leitet sich eigentlich her von dem Cold Spot. Der Cold Spot ist eine Bezeichnung für einen Teil im Universum, der kälter ist als andere Teile im Universum. Das kommt daher, dass es dort weniger dicht ist. Also die Dichte ist weniger hoch. Man weiß nicht ganz genau, warum das so ist. Also da streiten sich die Geister. Es ist wahrscheinlich eine Art Fehler im Big Bang, also im Urknall. So ähnlich wie Materie und Antimaterie ein Fehler im Urknall ist. Also es gibt einfach ein ganz kleines bisschen mehr Materie als Antimaterie, deswegen sind wir da. Und dieser Cold Spot ist auf eine ähnliche Art und Weise unerklärlich. Man weiß nicht genau, warum es so ist. Es gab um 1600 einen italienischen Wissenschaftler, Astronomen, der gesagt hat, der das gesehen hat, diesen Bereich, und gesagt hat, es ist möglich, dass das eine Pforte in ein Paralleluniversum ist. Und wie viele seiner Kollegen damals wurde er als Ketzer verbrannt, unter anderem dafür. Und es gibt aber heutzutage viele Untersuchungen zu Paralleluniversum und zu Multiversum anstelle von Universum. Und da gibt es dann paar Wissenschaftler, die sagen, vielleicht hat er gar nicht so Unrecht. Diese Idee, also diese Geschichte, von der habe ich irgendwann gelesen während der Recherche über Meteoriten, und dann kommt man natürlich auf tausend verschiedene Sachen und Geschichten, die hat mich unglaublich fasziniert, die Geschichte. Und diese Idee von einem Paralleluniversum oder von einer anderen Welt, die möglich ist, hat mich unglaublich gepackt. Und wenn man darüber nachdenkt, dass Meteoriten bestimmte Mineralien oder Wasser, Aminosäuren und so weiter auf die Erde gebracht haben, ist unglaublich viel Zufall im Spiel, was das Entstehen von Leben eigentlich betrifft. Und das hat für mich eine sehr schöne Parallele gegeben zu dieser Geschichte mit den Multiversen oder dem Paralleluniversum. Searching for war für mich eine Art und Weise, meine Reise zu beschreiben. Eine Tätigkeit, die ich tue. Ich suche etwas, ich untersuche etwas, ich versuche irgendwo hinzukommen, aber es ist nicht ganz klar, ob ich mein Ziel erreiche. Ist auch nicht so wichtig wie den Weg zu gehen. Also Searching for the Cold Spot ist eine Art Suche nach dem Paralleluniversum. Das Interesse für Meteoriten hat angefangen dadurch, dass ich eine Arbeit machen wollte, in der ich das analoge Thema ein bisschen mehr anschaue. Ich habe also geguckt, wie haben eigentlich Fotografen in der Beginnzeit, in der Anfangszeit der Fotografie gearbeitet,
was waren damals wichtige Themen und habe eine Sache gefunden, die mich besonders interessiert hat. Und zwar waren das die Fotografen, die versucht haben, übernatürliche Dinge zu fotografieren beziehungsweise zu beweisen, dass es sie gibt. Das hatte damals auch viel mit dem viktorianischen Zeitalter zu tun. Also es gab dann Geisterfotografie, Aurafotografie, Seancen wurden fotografiert und so weiter und so fort. Und die Techniken, die benutzt wurden, Doppelbelichtung, Collage, Malerei, die habe ich sozusagen mir angeeignet und habe dann aber geguckt, was ist eigentlich heutzutage ein interessantes Thema, was diesem viktorianischen Zeitalter oder der Zeit damals irgendwie entsprechen würde. Also was sind moderne Märchen, moderne Glaubensrichtungen, moderne Religionen vielleicht, und bin dann relativ schnell eigentlich in so eine esoterische Richtung abgerutscht. Ja? Also ich habe viele Bilder gemacht, wo zum Beispiel du siehst eine Landschaft und im Himmel sind plötzlich vier Sonnen. Oder du siehst ein Mädchen in ihrem Atelier und ganz deutlich, es sind so ein paar metaphysische Sachen am Gange in ihrem Atelier, Experimente passieren. Und sie hält zwischen ihren Händen eine Leuchtkugel, die aber so zwischen den Händen schwebt. Ja? Und um wiederum eine Art von Basis zu schaffen, dachte ich irgendwann, bevor ich jetzt komplett abrutsche in die Esoterik und alle Leute nur noch UFOs sehen, wenn sie meine Bilder sehen, gehe ich doch mal hin ins Naturhistorische Museum und gucke mir mal an, wie diese Meteoriten eigentlich aussehen. Ja, weil Meteoriten sind Lichtphänomene, die früher natürlich oft interpretiert wurden als ein Zeichen Gottes oder als etwas Übernatürliches, was passiert und so weiter. Also da ist eigentlich dieses Interesse für Meteoriten entstanden und wie die interpretiert werden können. Und dann dachte ich, jetzt gucke ich mir mal an, wie die eigentlich aussehen. Ich gucke mir mal an, was eigentlich die Wissenschaft dahinter ist. Und habe dann ziemlich schnell eine absolute Faszination entwickelt für diese Steine. Als ich das erste Mal ins Naturhistorische Museum gegangen bin, um mir die Meteoriten anzuschauen, wusste ich eigentlich gar nicht, was mich erwartet. Aber ich muss sagen, dass es ein ziemlich magischer Moment war, als ich diese Gesteinssammlung zum ersten Mal sah. Das war damals in Berlin im Naturhistorischen Museum dort. Das ist ein sehr alter Raum mit sehr alten, wunderschönen Vitrinen. Mich hat es fast so ein bisschen erinnert an, wie soll man das sagen? Das waren so Vitrinen, wie man sie auch haben würde für Instrumente, für wissenschaftliche Instrumente oder so. Also es hatte eine unglaubliche, so eine Wissenschaftsmagie auf eine Art. Also das, was Wissenschaft, dieses Mysteriöse, was Wissenschaft manchmal haben kann, für jemanden, der sich nicht besonders viel mit Wissenschaft beschäftigt in dem Sinne. Und die Steine waren unglaublich schön angeordnet und sortiert, und das war wie so eine Zauberdose aufmachen oder so, ja. Also das glitzert und leuchtet und hat unglaubliche Formen, und man kann irgendwie gar nicht begreifen, dass ein Mineral so etwas, solche Formen hervorbringen kann und solche Farben hervorbringen kann. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Und das ganze Altmodische an dem Museum hat eigentlich dazu beigetragen, dass es so mysteriös und schön war. Die Landschaften habe ich im Grunde genommen auf eine sehr praktische Art und Weise ausgewählt. Die Erde ist übersät mit Meteoritenkratern. Die meisten davon sind so riesengroß, dass man sie eigentlich nicht sieht, außer man ist in einem Flugzeug oder im Weltall und schaut mit einem Satelliten runter. Die sind so alt und so groß, dass sie meistens bewachsen, bewohnt, erodiert und so weiter sind.
Mich hat aber interessiert, den Krater oder den Meteoritenkrater auf so eine Art und Weise zu porträtieren, dass ich ihn tatsächlich zeigen kann. Ich wollte ein Porträt machen. Das heißt, ich habe eine Recherche angefangen nach Kratern, die klein genug sind und die noch erhalten sind, so wie sie sein sollen oder so wie ich sie mir vorstelle. Und davon gibt es dann nicht so viele. Vielleicht jetzt, also eine grobe Schätzung, 50. Davon sind die Hälfte in Sibirien und weiß ich nicht, 25% in Afrika. Und dann gibt es ein paar in den USA und Südamerika. In den USA war ich schon sehr viel gereist und es gab Orte, die ich tatsächlich schon bereist hatte in Utah und in Arizona und Kalifornien. Ich wusste also so ein bisschen, was mich erwartet von der Umgebung her, von der Landschaft her, was da außer dem Meteoritenkrater noch sein würde. Und insofern habe ich gedacht, ich fange damit an, weil ich weiß, was auf mich zukommt, zumindest einigermaßen. Und dachte, wenn ich danach noch mehr Krater brauche, dann kann ich immer noch nach Sibirien fahren oder nach Afrika oder Südamerika. Wenn man so einen Meteoritenkrater sieht, ist das ein unglaubliches Naturerlebnis. Die Krater, die ich aufgesucht habe in den USA, die meisten davon sind nicht sehr gut besucht. Es gibt einen, der ist eine Touristenattraktion und da gibt es dann auch so ein Visitor Center und da darf man auch nur auf bestimmten Wegen laufen. Das war ein bisschen anders, obwohl der Krater sehr schön ist. Aber die meisten anderen Krater sind in sehr einsamen Gegenden. Man muss dorthin wandern. Und das Erlebnis, was man dort hat, ist sehr überwältigend. Das hat sicherlich beigetragen zu der gesamten Serie. Einfach dieses unglaubliche Gefühl, was man hat, wenn man diese Landschaft sieht, diese Natur sieht. Und für mich war es besonders bewegend, die Krater zu sehen. Alles ist schön dort in Utah. Hast du diese Ausläufer des Grand Canyon, das ist dort alles rotes Gestein, das sind alles Canyons, die so, da reißt sich die Erde vor dir auf, das ist natürlich atemberaubend schön. Aber da ich mich so vorbereitet hatte auf die Krater, waren die Krater für mich ganz besonders interessant. Ich bin insgesamt 3 Wochen lang gereist in den USA, eben in Utah, Arizona, Nevada und Kalifornien. In Kalifornien war ich in Death Valley. Und ich kann nicht sagen, ob jetzt einer davon der schönste oder der tollste war oder sowas ist. Jeder ist anders. Einer ist sehr besonders. Der in Utah ist sehr besonders, weil der nicht so wie die meisten anderen nicht kreisrund ist, zum Beispiel. Und es ist was Seltsames passiert bei dem Einschlag. Ich weiß nicht ganz genau, woran das liegt. Ich nehme an, das liegt an dem Gestein, was dort vorhanden ist, was ja auch der Grund ist, warum diese Canyons so aufreißen, dass einfach das Gestein porös ist und verschiedene Gesteine auf eine verschiedene Art erodieren. Als der Meteorit dort einschlug, ist die Erde im Grunde genommen hochgekommen und hat sich wieder niedergelegt. Es ist also eine Art Krater entstanden, in der Mitte eine Erhebung ist aus einem anderen Gestein als das Gestein da drumherum. Der heißt deshalb auch Upheaval Dome, also wie heißt Dome? Naja, wie ein Aufstand oder wie ein Ausbruch auf eine Art, ne? Also man sieht dort richtig diese Naturgewalt auf eine andere Art, als man das sieht bei den anderen Kratern.